Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Ralf Frenzel, ich bin der Verleger des Trittori Verlags und freue mich, hier heute Sie begrüßen zu dürfen und natürlich den berühmten Dirk Würz, einer der besten Weinkenner Deutschlands, der nicht nur Autor bei uns im Fein Wein Magazin ist, sondern auch einer der renommiertesten Winzer in Rheinhessen. Ich bin froh, gemeinsam auf die Aktion von Fein, dem Weinmagazin, hinzuweisen, Wein einander helfen, wo wir in der heutigen Zeit deutsche Winzer unterstützen, eine Plattform bieten, um die Weine an Sie weiterzureichen. Und jetzt sind wir dabei, den Wein etwas Ihnen vorzustellen. Was wir hier verkosten, ist ein Weißburgunder von 2018 von Weingut Bäder. Was kannst du dazu sagen? Das Weingut Bäder kenne ich schon ewig. Du kennst das Weingut Bäder auch schon sehr lange, durch die Christine Bäder. Das ist ein wunderbar aufstrebender Betrieb aus der rheinhessischen Schweiz, wenn ich mich recht erinnere, aus der rheinhessischen Schweiz dahin. Ja. Ganz besondere Gegend, hat nichts mit dem übrigen Teil Rheinhessens zu tun. Ist wirklich, es sieht auch ganz anders aus, ist so ein bisschen wellig und hügelig, eine wunderbare Gegend. Das stimmt, da sollte man wieder hinfahren. Ist ja fast in der Nähe meiner Heimat. Fast. Fast. Aber jetzt berichte ich mal, was dieser tolle Wein ausmacht. Ja, es ist halt so typisch Weißburgunder, ne? Die Leute trinken ja lieber Grauburgunder als Weißburgunder, was ich nicht verstehe, aber es ist ein typischer Weißburgunder. Es ist blumige, mehr so dieses Vegetabile im Wein. Macht echt viel Spaß. Es hat wenig Säure, nehme ich an, habe nicht getrunken, aber Weißburgunder ja, von Haus aus wenig Säure. Und es ist immer angenehm, man hat nämlich dann nur wenig Alkohol, nämlich nur 12%, ein Wein, den man auch ein zweites Glas schön trinken kann. Und es ist unglaublich weich und cremig, sehr ausbalanciert. Macht viel Spaß. Auch so Flasche aufmachen, trinken, ne? So. Kann man schon sagen. Schnell auch mal, zwei Gläser, drei. Und Sie können die Aktion unterstützen, indem Sie den Wein kaufen. Das sind jetzt ein Werbeanstoß von über 24 Millionen Handzettel im Real beigelegt. Und ich finde das ganz toll. Und der Wein kostet nur 8,90 € in einer besonderen Aktivität. Und Sie können gerne auch sich das digitale Magazin Fein, das Sondermagazin zu den deutschen Winzern runterladen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und vor allem viel Spaß beim Trinken.